Wir tasten uns so langsam an das Euler-Problem ran, also das mit den Königsberger Brücken. Das Problem selbst, die Frage, warum dieser Rundgang nicht möglich ist, ist relativ schnell geklärt. Dafür müsste man jetzt nicht so viel Arbeit hier reinstecken. Wir wollen aber dann nächste Stunde auch mal die umgekehrte Frage uns stellen, wie kann man immer so einen Weg finden und das auch algorithmisch betrachten und zum Beispiel uns auch überlegen, ob es da gute und schlechte Algorithmen für gibt und sowas. Darum müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter an den Begriffen feilen und noch so ein paar Dinge einfach mal lernen über Graphen. Die Überschrift steht ja hier schon Wegekreise Zusammenhang. Das, was wir nachher suchen wollen in Königsberg, ist ein Weg. In einem Graphen kann man einen Weg definieren. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen, in einem Graphen Wege zu definieren, auch unterschiedliche Wörter, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, die leider auch nicht immer einheitlich benutzt werden. Man spricht von Wegen und Pfaden und Kreisen und Zyklen und manche Autoren meinen das so und manche so. Ich habe jetzt mal versucht, mich an eins der üblicheren Bücher zu halten bei den Bezeichnungen. Ein Weg in einem Graphen. Was soll das sein? Weg. Erstmal anschaulich. Mit Weg mache ich das Folgende. Ich habe hier so ein paar Punkte in dem Graphen und Kanten. Die Vorstellung von Weg ist, dass ich zum Beispiel hier bei einer Ecke anfange und dann entlang der Kanten wandere, bis ich irgendwo anders wieder angelangt bin. Das ist das, was man mit dem Begriff Weg beschreiben möchte. Wenn also hier ich meiner Startecke einen Namen gebe, zum Beispiel V1 und dem Ziel auch einen Namen V2, dann wollen wir später sagen, das ist ein Weg von V1 nach V2. Und da fängt das jetzt schon an mit den unterschiedlichen Bezeichnungen und technischen Begriffen, weil, wenn Sie sich das so angucken, es ja zwei Möglichkeiten gibt, diesen Weg zu beschreiben. Die eine Möglichkeit ist, Sie zählen die Ecken, die Sie besucht haben, der Reihenfolge nach auf. Das heißt, Sie sagen, ich war erst in V1, dann war ich hier, dann war ich hier, dann war ich hier. Sie können aber auch die Kanten aufzählen, was wiederum einige Autoren einen Kantenzug nennen. Ich habe mich jetzt entschieden, das so zu machen, dass ich die Ecken aufzähle. Also ein Weg in einem Graphen ist eine Folge von Ecken, V1 und so weiter bis Vn von Ecken. Damit das dann zu dem Bild passt, dürfte dies jetzt hier nicht V2, sondern das müsste jetzt V4 heißen. Ein Weg in einem Graphen ist eine Folge von Ecken mit der Eigenschaft, dass zwei aufeinanderfolgende Ecken in dem Weg immer durch eine Kante verbunden sind, dass ich da überhaupt lang gehen durfte. Mit der Eigenschaft, dass dieses Ding Vi, Vi plus 1 eine Kante ist. Für alle i kleiner n. Also, das heißt, in Zukunft können wir Wege dadurch aufschreiben, dass wir einfach die Punkte nacheinander aufzählen. Das, was ich hier hingemalt habe, ist ein Weg. Nochmal mehr Beispiele. Also, ich gehe bei 2 los, dann 5, dann 3 und dann 4. Das wäre zum Beispiel ein Weg, ne? 2 nach 5, nach 3, nach 4. Immer schön auf den Kanten bleiben. Was aber zum Beispiel auch ein Weg ist, spricht nicht dagegen, das so zu machen, ist, dass Sie sagen, ich gehe von 1 nach 2, nach 3, nach 4. Nach 2 und dann nach 5. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass ich zweimal an der Ecke 2 vorbeigekommen bin. Ist nicht verboten. In der Definition steht einfach irgendeine Folge von Ecken und so weiter. Ne? Ja?
Das ist auch ein Weg. Ja. Ja, jetzt müssen wir noch überlegen, also in der Definition hier oben steht nur, dass das hier eine Kante sein muss für alle i kleiner n. In diesem Fall ist aber n 1 und kleinere i gibt es gar nicht, darum müssen wir uns da keine Gedanken drüber machen. Also nach der Definition hier würde man sagen, das ist auch ein Weg. Und das ist ganz praktisch, sowas auch als Weg zu bezeichnen, werden wir am Freitag sehen, wenn wir über Algorithmen reden, weil wir da zum Beispiel solche sogenannten Zyklen bauen wollen, und dann fangen wir erstmal so mit einer Zyklen an und machen die langsam größer. Sonst müsste man dann immer so Ausnahmen machen und sagen, wir nennen das jetzt mal einen Weg oder einen Zyklus oder sowas in der Art. Okay, aber ich habe eben ja schon gesagt, das hier wären alles auch Wege, aber manchmal möchte man das zum Beispiel nicht, dass bestimmte Ecken mehrfach besucht werden. Darum bekommen die einen besonderen Namen. Sind alle Ecken eines Weges paarweise verschieden? Nennt man ihn auch Pfad? Das ist genau das, was ich meinte vorhin. Da muss man einfach, wenn man ein Buch über Graphentheorie liest, erstmal am Anfang gucken, was meint der Autor jeweils mit den Wörtern. Einige meinen, gucken Sie mal bei Wikipedia, die sind sich auch nicht einig. Also wir meinen mit Weg irgendeine Folge von Ecken, die miteinander durch Kanten verbunden sind. Und wenn wir Pfad sagen, meinen wir, Ecken dürfen sich nicht wiederholen. Das bedeutet, das hier ist kein Pfad. Das ist zwar ein Weg, aber kein Pfad. So, und was natürlich auch immer schön ist, und jetzt kommen wir langsam der Sache mit Königsberg näher. Man möchte natürlich gerne auch mal sowas haben. Ich gehe bei 2 los, dann nach 3, dann nach 5 und dann komme ich wieder bei 2 an. Das war mein Sonntagsspaziergang. Und das Wesentliche an dieser Sache ist, dass der Anfangs- und der Endpunkt identisch sind. Das Ding nennt man dann einen Zyklus, wenn man sowas hat. Also wenn ich einen Weg habe, der bei der Ecke aufhört, wo er auch angefangen hat. Ist V1 gleich Vn? So spricht man von einem Zyklus. Nach unserer Definition kann ein Zyklus niemals ein Pfad sein. Weil ein Pfad ja, in einem Pfad müssen ja alle Ecken verschieden sein. Und das geht ja nicht, weil im Zyklus ja genau 2 Ecken gleich sein müssen. Darum kann nicht gleichzeitig Pfad und Zyklus sein. Man möchte aber manchmal solche Dinge haben wie, geht bei einem Punkt los und kommt bei diesem Punkt auch wieder an, aber zwischendurch wird kein Punkt doppelt besucht. Das ist nämlich genau das, was wir nachher beim Königsberg-Problem haben wollen. Das ist der letzte Begriff, den wir dann auch noch verteilen. Sowas nennen wir dann in Zukunft einen Kreis. Das heißt, das ist ein Zyklus, bei dem nur die erste und die letzte Ecke identisch sind, alle anderen sind verschieden. Ein Zyklus, bei dem außer V1 und Vn alle Ecken verschieden sind. Heißt Kreis. Sie sehen, dass damit nicht der Kreis gemeint ist, den die Geometer damit meinen. Ne? Manchmal werden Begriffe hier auch gerne mehrfach benutzt.